Die Angelrute, das wichtigste Werkzeug beim Angeln. Und genau das soll das Thema sein in diesem Tutorial. Welche Angelrute brauche ich? Welche Angelrute bevorzuge ich für welchen Zielfisch? Was ist Wurfgewicht? Was ist Rutenlänge? Was bedeutet Rutenaktion? Also ein interessantes Thema. Bleibt dran. Das Angeln ist unglaublich vielseitig und jeder von euch kennt das. Wenn man ein modernes Angelfachgeschäft betritt, sieht man Ruten ohne Ende, einen ganzen Rutenwald. Es gibt halt unglaublich viele Fischarten, die wir angeln können. Wir haben einmal das Süßwasser, wir haben das Salzwasser, wir haben das Stillwasser, wir haben Fließgewässer, wir haben verschiedene Jahreszeiten. Und das alles sind Faktoren, die beeinflussen, welche Angelrute soll ich benutzen? Welche Angelrute liegt mir? Angel ich vom Boot? Angel ich vom Ufer? Alles das beeinflusst die Wahl der Angelrute. Deshalb entspannt euch, holt euch am besten einen Kaffee, lehnt euch zurück, weil es ist ein unglaublich interessantes Thema. Angelrute, die richtige Angelrute für euren Zielfisch. Besonders das aktive Raubfischangeln mit Kunstköder wird ja immer beliebter. Und dafür ist natürlich die Wahl der Angelrute elementar. Und es gibt für den Einsteiger schöne Blanks, schöne Spinnruten. Meist sind sie ja zweiteilig. Hier, ihr seht das hier, ihr habt also ein kurzes Transportmaß. Und die Rutenlänge, das kommt ein bisschen drauf an. Angelt ihr vom Boot, würde ich eine Rutenlänge bis 2,40 Meter empfehlen. Angelt ihr vom Ufer, kann die Rutenlänge durchaus länger sein, weil ihr dadurch auch weiter werfen könnt. Und das könnt ihr euch gleich mal merken. Je länger die Rute, umso weiter kann man auch werfen. Hat man übrigens dann auch beim Brandungsangeln vielleicht. Kennt der eine oder andere das? An der Ostsee, wenn ich mit einer langen Rute richtig weit über die Kante werfen muss. Je länger die Rute, umso weiter kann ich werfen. Aber das Ganze hat immer zwei Seiten. Ihr habt also auch einen Nachteil, weil je länger die Rute, umso schwerer ist der Blank auch. Ja, umso mehr Gewicht habt ihr auch. Und das ist vom Nachteil, wenn ihr viel aktiv fischt. Ich denke dabei vielleicht an das Meerforellenangeln. Stellt euch mal vor, ihr seid an der Küste und da kennt ihr es vielleicht auch, dass ihr die Angler so mit so einer Warthose ins Wasser gehen. Eine Neopren-Warthose oder eine atmungsaktive Warthose mit Wartjacke. Und dann warten sie im Wasser und dann machen sie an der Ostsee weite Würfe, um auf Meerforelle zu angeln, auf Salmo, Truta, Truta oder vielleicht auch auf den Hornhecht, der ja immer kommt, wenn der Raps blüht im Norden. Also das ist sehr aktives Angeln, deswegen heißt es ja auch Fisch der 1000 Würfe. Und da braucht ihr eine Rute, die eine gewisse Länge hat, die eventuell auch über 3 Meter lang ist, um einfach weiter zu werfen. Und sowas gibt es auch natürlich. Hier habe ich mal so eine Rute in der Hand von Aquilas, die Sea Trout Master. Und ihr seht da schon, die Länge ist 3,05 Meter. Das heißt, zum Meerforellenangeln würde ich immer eine Rute empfehlen, die ab 3 Meter und auch darüber ist, weil ihr könnt einfach weiter werfen. Und vom Wurfgewicht habt ihr jetzt 8 bis 35 Gramm. Also ideal für diese Meerforellen-Wobbler oder Meerforellen-Blinker. Und damit kann man locker, wenn die Bedingungen stimmen, so um die 80 Meter weit werfen. Aktives Angeln, ständig rauswerfen und reinleiern. Dafür braucht man halt sowas. Wenn ihr die goldene Mitte sucht vielleicht, ihr seid Neuangler und ihr wollt vielleicht irgendwie, Hauptsache, ich wollte erstmal eine Rute haben, Hauptsache erstmal angeln, dann würde ich euch immer eine Rutenlänge empfehlen um 2,60 Meter, 2,70 Meter, weil mit dieser Rutenlänge könnt ihr mal vom Boot aus fischen, da ist sie nicht ganz zu lang, aber ihr habt auch genug Leistungsreserven dann vom Ufer, falls ihr doch mal ein bisschen weiter werfen wollt. Es gibt halt nicht die Rute für jeden Fisch.
Das gibt es nicht. Und deshalb habt ihr auch in so einem Angelfachgeschäft so eine krasse Auswahl. Alles voll Ruten, weil es ganz tief reingeht, je nachdem, was ihr machen wollt. Und deswegen ist es auch mehr wichtig, umso mehr Informationen auch der Verkäufer vielleicht in so einem Fachgeschäft von euch bekommt, umso besser kann er euch auch beraten. Und deshalb ist es mein Tipp auch, geht am besten über den Zielfisch ran. Welchen Fisch wollt ihr gerne angeln? Welchen Fisch wollt ihr auch gerne essen? Das ist ja auch so eine Frage. Dem einen schmecken die Barsche gut und der andere sagt, nee, ich esse lieber einen Hecht. Und der andere sagt, na, so eine schöne Meerforelle, so eine frisch gefangene Meerforelle in der Ostsee, das ist ein absolutes Highlight und die möchte ich gerne räuchern oder vielleicht auch beizen. Und da gibt es auch so verschiedene Gerichte. Also Fisch ist ja wirklich ein tolles, tolles Lebensmittel. Auch darüber könnt ihr gehen. Also über den Zielfisch vielleicht, dass ihr da rangeht und dann kann man ganz schnell die richtige Angelroute für euch ermitteln. Routenlänge in der goldenen Mitte, 260 bis 270. Und jetzt kommen wir mal zu der nächsten Information. Nicht nur die Länge ist entscheidend bei den Routenblanks, sondern auch das sogenannte Wurfgewicht. Häufig abgekürzt auf den Blanks als WG. Und da steht oftmals auf den Blanks dann drauf. Hier ist zum Beispiel die englische Abkürzung dann für Casting White, Wurfgewicht 14 bis 37 Gramm. Was heißt das jetzt im Klartext, Wurfgewicht? Wir haben meistens auf den deutschen Routen dann ein unteres Wurfgewicht angegeben von 14 Gramm. Das heißt, der Köder sollte mindestens 14 Gramm schwer sein, damit ich diesen Blank auch richtig belasten kann, aufladen kann, weil es kommt ja ein Gewicht X ran, das ist ja unser Köder. Und dann entspannt sich dieser Blank und dadurch fliegt es halt weit. Und wenn ich jetzt weniger als 14 Gramm nehme, dann fliegt es halt dementsprechend nicht so weit. Und die obere Angabe ist dann 37 Gramm. Also bis 37 Gramm kann ich bei dieser Route zum Beispiel gehen. Der Köder brutto darf nicht mehr als 37 Gramm wählen. Ist er schwerer und ich sage, weißt du was, ich mache jetzt nur so ein Beet dran und ich gehe damit auf Big Beets, vielleicht mit auf große Hechte und ich würde damit jetzt werfen, dann könnte es sein, dass der Blank überlastet. Das heißt, man muss den Köder, nicht nur den Zielfisch wissen, sondern muss auch wissen, wie schwer ist mein Bruttogewicht, was will ich eigentlich werfen. Und das sind die beiden Angaben, Rutenlänge und Wurfgewicht. Die findet ihr auch immer abgedruckt auf den meisten Angelruten. Wenn ihr mal ins Angelfachgeschäft seht und euch die Ruten anguckt, werdet ihr sehen. Natürlich sind auch andere Angaben drauf, wie vielleicht, wie viele Teile die Rute hat oder eine Artikelnummer. Das ist dann mehr für den Verkäufer oder für den Großhandel interessant. Aber ansonsten, vielleicht auch eine Routenname, aber ansonsten, mehr Angaben sind selten drauf. Hier in dem Fall ist eine Angabe drauf, zum Beispiel Aktion. Ihr habt hier eine Aktion drauf und das ist ganz, ganz selten auf den Angelrouten zu finden. Und wenn ihr eine Aktion testen wollt, das könnt ihr nicht alleine machen, da müsst ihr zu zweit sein. Und ganz oft, wenn ihr in einem Tackle Store seid, dann gibt euch der Geräteverkäufer ja die Angelroute, den Blank in die Hand und dann übt ihr sozusagen mal die Aktion oder er zeigt euch diese Routenaktion, die immer anders ist. Und es gibt insgesamt drei Aktionsarten. Das ist einmal die Spitzenaktion. Da würde sich jetzt nur die Spitze vorne biegen. Dann gibt es, das ist ja die Mitte, eine semi-parabolische Routenaktion. Und ganz zum Schluss gibt es die parabolische Aktion, die richtig schön sich nach unten biegt. Und welche Aktionsarten für euren Fisch am besten ist, das verrate ich euch gleich. Ja, und deshalb werde ich ja immer häufig gefragt, Jan, warum hast du so viel Angelruten? Jetzt habt ihr es mal gehört, worauf es überall ankommt. Aber jetzt haben wir genug Theorie über Theorie gesappelt. Jetzt geht's mal ans Wasser und jetzt wollen wir angeln, weil Zeit ist Fisch. Und welche Route braucht ihr denn jetzt? Also wenn ihr faulenzen wollt, wenn ihr vielleicht jicken wollt, dann braucht ihr eine Route bis 2,70 Meter, die würde ich euch empfehlen, und Wurfgewicht 20 bis 60 Gramm. Achtet darauf, dass ihr vielleicht eine Route nehmt, die ein bisschen schneller ist, wo ihr ein bisschen Feedback bekommt. Gerade beim Jicken, beim Faulenzen, da ist das wichtig, dass ihr Kontakt zum Köder habt, dass ihr sofort den Biss mitbekommt. Natürlich braucht ihr da
auch eine Rute mit dementsprechendem Kohlefaseranteil. Je höher der Kohlefaseranteil ist, das Carbon, umso teurer wird der Blank auch. Aber umso mehr merkt ihr auch den Biss, wenn der Zander da reinnagelt oder der Hecht. Und das ist das Gute. Deswegen achtet so ein bisschen drauf. Schaut euch die Ruten an. Nehmt die Rute auch mal in der Hand in Fachgeschäft. Und ich habe hier zum Beispiel eine Rute, die fische ich sehr, sehr gerne. Die ITM 40 von Gamagatsu. Ultra schneller Blank, kann ich euch sagen. Und das ist natürlich eine Rute, die ist auch ein bisschen höherpreisig. Also da kommt immer drauf an, auf den Geldbeutel drauf an. Es gibt natürlich auch ein bisschen was Günstigeres. Schaut euch dazu unsere Spectre-Rutenserie an. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall viel, viel Spaß am Wasser haben. Wenn ihr diese Art der Angelei macht, an vielen Gewässern, ob es Fließgewässer ist oder Stillgewässer, seid ihr mit solcher Rute immer gut gewappnet. Und nun wollt ihr aber nicht jiggen und faulenzen mit Gummifisch zum Beispiel, sondern ihr wollt vielleicht einen dicken Hecht fangen. Da braucht ihr auch dementsprechend schwere Köder. Kommen wir zu schweren Angelei und das geht natürlich auch. Und ich habe hier auch eine Aquilas in der Hand jetzt. Bisschen schwerer Wurfgewicht, 80 Gramm und da kann es ruhig nach oben noch ein bisschen weiter hochgehen. Je nachdem, wie schwer auch die Bait sind, mit einer 5000er Rollengröße jetzt, passt ein bisschen mehr Schnur drauf. Die Schnur ist auch etwas dicker und damit könnt ihr wunderbar schwere Köder führen. Oder ihr sagt, ich möchte mal eine Baitcaster probieren, eine Multirolle. Und da gibt es ja auch ganz viel tolles Gerät. Und sowas hier, auch so ab 80 Gramm Wurfgewicht. Und ihr seht das, diese Rute hat zum Beispiel hier einen Triggergriff. Ja, das nimmt man wunderbar dann hier, um den Mittelfinger hier rumzulegen, damit man die Rolle, die Rute schön gut in der Hand hat. Und bei der Multirolle ist immer eins, sie ist immer oben auf dem Blank. Das heißt, auch die Ringe sind oben auf dem Blank. Eine kurzweilige Angelei, die ja auch immer mehr nach Deutschland kommt. Übrigens, wenn man mal Deutschland verlässt und mal über den großen Teich schaut, in den USA oder auch in Japan, riesen Angelmarkt, da fischen ganz, ganz viele Angler mit einer Multirolle. Das wird auch in Deutschland immer beliebter. So, und jetzt hast du deine ersten Erfahrungen am Wasser gemacht. Du hast gefaulenzt, du hast gejiggt, du hast die ersten Fische gefangen. Und jetzt entwickelt sich bei dir auch das gewisse Gefühl. Vielleicht willst du doch ein bisschen schwerer angeln. Oder du sagst dir, ich möchte mal ein bisschen leichter angeln. Vielleicht hast du auch mal einen Fisch verloren, weil du gemerkt hast, meine Rute ist doch ganz schön hart, so bis 60 Gramm. Und ein Zielfisch, ich denke mal, einer der beliebtesten Fische bei uns, Raubfische, ist nun mal der Barsch. Und für den Barsch gibt es ganz viele unterschiedliche Techniken, die sogenannten Finesse-Techniken. Da gibt es Dropshot, da gibt es Carolina-Rig, da gibt es Texas-Rig, da gibt es Free-Rig und so weiter und so fort. Und für diesen speziellen Fisch, der für seine Größe unglaublich kampfstark ist, Barsche werden ja maximal so große Exemplare, so Mitte 50 cm, das sind Riesenexemplare, der Barsch ist unglaublich kampfstark und manchmal hängt er auch nur ganz vorne. Da brauchen wir einfach ein Gerät, was auch ein bisschen verzeiht. Und deshalb empfehle ich dir eine kurze Rute. Für die Finesse-Techniken eine kürze Rute. Vielleicht wirst du auch ein bisschen twitchen mit so Hardbaits, so auf Barsch. Kurze Rute, Wurfgewicht 10 bis 20 Gramm. Damit kommst du wunderbar zurecht und diese Rute verzeiht auch viel mehr. Und wenn die Rute dann noch eine mehr parabolische Rutenaktion hat, also so richtig sich krumm biegt, dann ist es auch so, dass der Barsch nicht so schnell verloren geht. Das heißt, die Rute federt diese Schläge permanent ab. Eine wirklich, wirklich tolle Angelei. Und da musst du einfach mal dir die Ruten im Fachgeschäft anschauen und da auch die Biegekurve testen. Du wirst sehr, sehr viel Spaß damit haben. Unter all den Finesse-Methoden finde ich eine Methode besonders interessant und das ist das Fischen mit Dropshot. Was ist das überhaupt? Dropshot, ihr habt unten ein Blei dran, ne? Und darüber ein oder sogar zwei Haken montiert mit einem Köder. Man schmeißt das Ganze rein und führt das langsam über den Grund und der Vorteil ist, dass der Köder in einer bestimmten Beißzone gehalten wird. Und die ganze Führung ist super, super langsam. Und die Schwierigkeit ist jetzt dabei, beim Reinholen
es so zu führen, dass das Blei nicht den Grund verlässt. Das heißt, das Blei bleibt immer auf dem Boden. Ganz wichtig. Und dafür braucht ihr eine besondere Route. Und deshalb habe ich ja so viele Routen. Diese Dropshot-Route hier ist mega. Die Dropshotter von Freestyle. Und schaut euch mal die Spitze an. Die Spitze, die kann man richtig rumbiegen. Das heißt, deswegen für diese Art der Technik beim Dropshotten benötige ich unbedingt eine Dropshot-Route. Sonst merkt ihr die Bisse überhaupt nicht. Und euer Blei kommt ständig nach oben. Deshalb brauche ich eine Solid-Tipp-Spitze, die so verzeiht. Und die Route ist nicht nur leicht, ihr seht das ganz schlanke Blank, sondern sie hat auch noch eine Raffinesse. Und zwar für das Dropshot-Blei. Das Dropshot-Blei, das könnt ihr hier vorne einfach einklemmen und könnt euch so einfach bewegen von Spot zu Spot und so die Fische suchen. Also meine Empfehlung, probiert das mal Dropshot. Und eins noch, ihr könnt nicht nur Barsche fangen, ihr könnt mit dem Dropshot angeln, sogar Zander und auch Hechte angeln. Und es macht richtig Spaß. Probiert das mal aus unbedingt. Wenn du aber jetzt im Winter angeln möchtest, das Wasser ist kalt, dann musst du deinen Köder noch langsamer anbieten. Ich denke dabei an das Carolina-Fischen vielleicht oder auch das Texas-Rig. Ja, Carolina-Rig ist ein längeres Vorfach dann, das ultra langsam, und das ist ja der Vorteil, geführt werden kann. Dazu brauchst du auch dann wieder eine Route. Und da habe ich hier die Finesse von Freestyle in der Hand. Und da siehst du gleich an der Spitze, die ist, da ist auch so eine Solid-Spitze eingearbeitet hier vorne. Aber sie gibt nicht ganz so nach, wie zum Beispiel die Dropshot-Route. Das heißt, hier ist es so, dass wir häufig mit Creature-Baits angeln, also mit diesen Krebsen, Gummikrebsen. Die Barsche, aber auch Zander, nehmen den Krebs ins Maul und ziehen zur Seite. Gerade die Barsche sind ja bekannt als Sammler. Sie packen sich den Krebs, ziehen zur Seite, und deshalb sollte die Route nicht zu hart sein, aber auch nicht zu weich. Das macht diese Route hervorragend, besonders für das Fischen in der kalten Jahreszeit im Winter, wenn die Fische vorsichtig sind. Da probiert das auf jeden Fall mal aus. Das ist eine sehr, sehr gute Methode, um Barsche und Zander zu fangen. Finesse angeln. Es gibt Tage, da sind die Fische weniger aktiv, und dann kommen solche Köder in Betracht. Chatterbaits, Spinnerbaits, Hardbaits, Wobbler, richtig mit Krach. Also richtig Köder, die Krach machen. Vielleicht sogar ein Crankbait, der mit der großen Schaufel richtig durchs Wasser geführt werden kann. Ihr sprecht damit voll die Seitenlinie an, und dafür braucht ihr das entsprechende Gerät. Ich fische gerne bei solchen aggressiv geführten Ködern gerne die Baitcaster, hier in dem Fall die OX Baitcaster Lite. Das ist die kleinere Version. Es gibt auch eine größere Version dann zum Hechtangeln für Big Baits. Aber die Lite-Version ist völlig in Ordnung. Mit einer Multirolle habt ihr einfach mehr Drehmoment. Das ist das Gute, weil diese Köder so viel Druck machen. Ich denke dabei an einen Chatterbait, der richtig durchs Kraut geführt wird. Und das ist so aggressiv. Und jeder, der mal ein Chatterbait geführt hat, wird das bestätigen. Das geht voll aufs Material. Ihr braucht also gutes Material. Da ist eine Baitcaster immer Trumpf. Und zur Route hin. Die Route soll weich genug sein. Er soll auch ein bisschen verzeihen. Sie soll nicht zu hart sein, auch ein bisschen verzeihen, aber die muss auch den Anschlag durchbekommen. Das heißt, Kohlefaser hier wieder ein wichtiges Thema. Vom Wurfgewicht habe ich hier eine Route von 14 bis 37 Gramm. Die Spectre ist ideal dafür, in Kombination dann mit der OX Baitcaster. Wer sagt, Baitcaster ist nicht so mein Ding, ich möchte mit der Stationärrolle fischen, da gibt es natürlich auch was. Die ganze Route, die Spectre, gibt es auch dann für die Stationärrolle Rolle ohne Triggergriff. Aber eins ist dann hier wichtig, und zwar die Rolle. Die Rolle muss stabil genug sein. Achtet darauf, dass die Rolle Edelstahlkugellager hat, dass sie robust ist, dass sie wirklich wenig Fertigkeitsspiel hat, geringe Fertigkeitstoleranzen besitzt. Die Atomos ist richtig stabil gebaut. Das wäre eine optimale Rolle dann. Ihr seht das auch hier an dem verstärkten Bügel hier. Diese Rolle kann man dafür nehmen. Also es muss ein bisschen Qualität sein, weil diese Köder Krach machen im Wasser, und diese ganze Vibration überträgt sich auf die Route und auch auf die Rolle. Also da achtet ein bisschen auf Qualität. Auf jeden Fall probiert das mal aus, weil das macht richtig Spaß, denn diese Fische zu fangen mit diesen Surge Baits, wie ich auch gerne sage.
Ihr habt gesehen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, wie viele Angelrouten es gibt. Das hat immer viel auch mit der Technik zu tun, mit dem Köder, mit dem Zielfisch, wo ihr auch angeln wollt. Und wir haben gesprochen über Biegekurve, über Wurfgewicht, über Routenlänge und, was ich noch gar nicht gesagt habe, über die Teilung. Und schaut mal hier, das ist eine zweiteilige Spinnroute. Hat natürlich einen Vorteil, ihr bekommt die gut mit. Und in der Hand hier habe ich eine einteilige Route. Diese einteilige Route hat, die ist so krass. Das ist eine Route, die ist jetzt 1,80 Meter lang. Die gibt es in unterschiedlichen Wurfgewichten aus Vollcarbon. Das ist so eine Route, die man wirklich zum Barschangeln nehmen kann, zum Zanderangeln nehmen kann. Sie hat nämlich keine Teilung. Ihr könnt diese Route nicht teilen. Das Transportmaß von 1,80 habt ihr nach wie vor, aber dafür habt ihr eine unglaubliche Biegekurve, eine unglaubliche Belastung. Und vielleicht kann der Kameramann, der Salah, noch kurz vorne festhalten. Schaut euch das mal an. Sowas funktioniert nur mit einer einteiligen Route. Ich drücke jetzt hier voll gegen, weil die Faser nicht unterbrochen ist. Das ist der große Vorteil. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch eine Route holt. Natürlich, ihr müsst es ja auch irgendwie transportieren können. Ja? Seid ihr viel auf Reisen, gibt es auch mehrteilige Routen, die ihr dann auch im Koffer bekommt. Aber je mehr eine Route geteilt ist, desto nachteiliger wirkt sich das auch auf die Biegekurve aus. Und deshalb gibt es in dem Fall auch eine einteilige. Und wer damit zurechtkommt mit 1,80 Meter, dem empfehle ich immer eine einteilige Route. Blank ist nicht geteilt, unglaubliche Belastung und ein schönes Gerät. Also schaut euch das mal an, was euch da am besten gefällt. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Lasst da ein Like da. Abonniert gerne. Und wenn ihr irgendwie eine Frage habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir schauen uns alles an. Und vielleicht konnte ich euch für ein Routenmodell so ein bisschen begeistern. Schöne Grüße hier direkt vom Wasser. Und denkt immer dran, Zeit ist Fisch. Bis dann, euer Jan.